steht da mit Sicherheit auch noch auf Deutsch. Nein, steht nicht. Das ist wirklich kein Deutsch. So. Gehen wir her. Das blaue ist, nee, das rote, das rote ist, glaube ich, in Englisch. Ich hab kurz und hast mich an. Trau dich! Da also vorne geht's zur Toilette. Mein Englisch ist nicht so gut, deswegen kann ich's also, nicht. Weg damit. Prost! Prost in der Runde! Prost! 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 Ich will's auch wissen. Steht da drunter auf Deutsch. Nicht nippen, gleich weg. Okay. Okay. Schmeckt wie Ketchup. Ja, okay. Steht genau da unter, ich bin so blöd. Ich hasse dich, Alter. Geil, oder? Nein. Nein. Boah, das schmeckt wie Gewürzketchup mit Alkohol, oder? Ohne Alkohol. Total sinnvoll. Mach mal die scheiß Lampe aus. Ich wusste, dass du keinen Geschmack hast, aber so schlecht. Ist echt nicht schlecht. Ich bin nur süßer Fan. Das ist echt cool. Tequila, Wodka. Sankt Peter drin und Tomatensaft. Ich schmeck den Tomatensaft raus. Ja. Ja. Erstaunlich gut geschmeckt. Das ist ja auch. Und weiterempfehlen. Ich auch nicht. Zwei Daumen runter. Und was meint ihr? Wer ist da reingegangen? Meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen heute Abend bei Arbeit und Live auf dem Dom in Hamburg. Wir befinden uns hier heute am Samstag, den 12. November 2011 um 22.53 Uhr mitten vor dem Riesenrad und warten gerade auf Chan von Apple War Pictures und Phil alias Mr. Trashback, um anschließend noch einen weiteren wundervollen Abend voller, ich meine natürlich, um anschließend weiter Action zu haben. Yeah! Und hier sehen Sie das Riesenrad. Was sagen Sie zum aktuellen DAX? Na gut, wa? Haben Sie gut gewässert? Ja. Du willst mir sagen, ich hab kein Moped. Ich komme vorbei. Abonniert, Herr Tutorial! Hä? Hier geht da nicht rein? Wo? Da? Willst du da rein? Na sicher doch! Wie soll ich da rein? Ich bin total zugepackt. Oh Gott. Was kostet das? Keine Ahnung. 6 Euro? Da ist rein. Tänzblatt durchschnitt. Da hol ich mir lieber was. Versuch Nummer 2. Thank you.
Unnötig! Ich hau ab. Das ist schade. So ist es, der Mann mit der Maske, den ich heute nicht offiziell gesehen habe. Ne? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Nein, weißt du nicht? Okay. Warum verpiss dich, deabonnier mich und zieh Leine. Warum deabonnieren? Ja. Bist du Julian? Los! Hallo! Das ist mein Spruch. Ja, ja, ich hau ab. Ja, den wünsche ich ganz dir grandi. Fick dich ins Nein. Aber YouTuber privat, was? Ja, so sind sie. So sind wir wirklich. Nein, ich wünsche dir grandiose Zeit nach Hause zu kommen. Ich hoffe, du kommst gut nach Hause. Ja, ich gucke mir das im Zug nochmal an. Boah, jetzt hauen die alle schon ab. Du sagst mir doch noch Tschüss. Tschüss. Hau rein. Ich hab euch lieb. Endlich mal Verrückte. Und hier. Ja. Der beste Reise. Ja. Dankeschön. Ich bin ganz schön fertig. Also wir haben es jetzt 2:30. Mein Ticket ist bis 3 hier gültig. Ich muss mir ein neues Ticket kaufen. Ich hänge jetzt hier fest. Mich kann keiner mitnehmen und der mich mitnehmen wollte, ist schon weg. Ja, also. Das ist die Liste. Und der nächste Bus nach Bremen. Das sind 5.15 Uhr. Also noch 2 Stündchen, darum gehe ich nach McDonald's, trinke dann Kaffee, gehe pissen und chill mein Leben. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht mit den ganzen YouTubern, die schon etwas bekannter sind. Ja, eure Stars. Mit denen abzuhängen. Gott sei Dank waren es auch die, die ich auch selber mag. Also nochmal einen Dank an Tenz, der mir das ermöglicht hat, der mich mitgenommen hat, sozusagen, der mich eingeladen hat. Ja. Hat schon richtig Bock gemacht, Leute. Und von daher ist das schon ein kleines Erlebnis hier alles, ne? Aber egal, ich bin echt fertig. Ich hab schon so viel gesoffen und alles. Oh, bis später. Ich melde mich, wenn ich irgendwie im Zug wieder bin. Und Leute, glaubt mir, dann bin ich sehr glücklich. Das sind die Überreste von einem Big Tasty Bacon. Das ist noch eine volle Cola. Ich muss pissen. Ich weiß nicht, wo die Toilette hier bei diesem scheiß McDonald's ist. Ich brauche Geld, um mir ein neues Ticket zu kaufen. Und dann fahre ich später nach Hause. Und das kann noch ein bisschen dauern. Ich sitze in diesem Zug nach Bremen. Und ja, es ist jetzt, keine Ahnung, für 6 fährt er los und wir haben es, keine Ahnung, 6 Uhr oder so. Ich finde, hier ist es auch nicht gerade warm drin. Schon besser was erhofft. Oh Mann, bin ich fertig mit der Welt. Ich bin am Arsch. Oh Mann. So, ich bin jetzt hier in, wie heißt es denn jetzt? In Bremen. Ich muss jetzt noch eine Stunde warten, bis mein Zug kommt, weil der genau zu meiner Zeit kam, wo ich kam. Der fährt hier stündlich, auf Sonntag. Bremen, ja, das ist Bremen. Und das war es auch schon, was ich von Bremen sehe. So Leute, mal zur Info, wie spät wir es jetzt haben. Bielefeld. 10:48 Uhr. Oh Mann, ich sterbe, Leute. Glaubt mir, mir geht's auch richtig kacke. Aber im Zug hierhin, also nach Osnabrück, da wo ich jetzt gerade bin, keine Sorge, das ist nicht der Osnabrücker Bahnhof. Das ist nur eine so eine Ecke. Da bin ich, keine Ahnung, wie oft eingepennt und aufgewacht. Und ich dachte andauernd, ich wäre falsch. Aber egal. Oh. Ja. Das ist halt ein Stückchen, ne? Und vor allen Dingen, weil ich oft das Glück hatte, dass ich ankam und eine Minute später, da ist der nächste Zug schon wieder abgefahren. Habe ich den natürlich nie gekriegt, das ist mir zweimal passiert. Boah, da war die Hinfahrt aber angenehmer, ey. Auf den Sonntag zurück ist scheiße, Leute, glaub mal. Boah. Okay, das war's schon wieder von der Info hier.
So, jetzt bin ich endlich ja zu Hause, wie ihr es, glaube ich, merkt, da die Uploads starten. Es ist jetzt 17.36 Uhr. Ich lade jetzt diesen letzten Teil hoch. Wahrscheinlich ist er so gegen 19 Uhr, vielleicht 20 Uhr ist er oben. Und dann ist meine Arbeit auch erledigt. Ich bin im Arsch, ich bin müde, ich muss morgen wieder knechten und boah, Leute. Haut rein, ja, ich würde mich freuen, wenn auch die YouTuber in dem Video mal einen Beitrag hierzu schreiben, wie euch das denn gefallen hat. Meine Aufnahmen. Haut rein und ja, das war's. Tschüss.